Wienerin in Villa überfallen und gefesselt. Außerdem Heinz-Christian Strache durfte nicht ins Lokal. Attacke am Wiener Westbahnhof. Wir blicken nach Deutschland. Ein Mann wurde in Frankfurt erschossen. Und es gibt auch ein bisschen Society. Scheidung bei Jennifer Lopez. Das und vieles mehr sind meine Themen heute. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf an diesem Mittwochabend. Ja, drei maskierte Männer bedrohten eine Frau in ihrem eigenen Haus in Wien-Döbling mit einer Pistole und fesselten sie. Nach Informationen der Krone handelt es sich um die Gattin eines ehemaligen Baudeikuns, dessen Villa auch bereits zum zweiten Mal zum Ziel wurde. Die Polizei bittet um Hinweise. Es ist 4 Uhr morgens, als drei maskierte Männer in ein Wohnhaus im Wiener Bezirk Döbling einbrechen. Die anwesende Frau wird überwältigt, bedroht mit einer Pistole und gefesselt. Bei dem Opfer handelt es sich um die Ehefrau eines ehemaligen Bauunternehmers. Die Täter fordern Wertsachen, die sie nach kurzer Zeit an sich nehmen. Anschließend flüchten sie mit dem Auto der Frau, einem Mini. Erst später gelingt es der Frau, sich selbst zu befreien. Sie informiert eine Nachbarin, die umgehend die Polizei alarmiert. Brisant, dieses Haus war bereits in der Vergangenheit Ziel eines Einbruchs. Die Polizei fanden derzeit intensiv nach den Tätern und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Hinweise können anonym an das Wiener Landeskriminalamt übermittelt werden. Ja, und eigentlich wollte sich Heinz-Christian Strache nur mit seinen Freunden im Technocafé im Wiener Volksgarten treffen. Doch der Abend endete für den Ex-FPÖ-Politiker früher als geplant, denn Strache war dort nicht erwünscht. In einem Statement machte Heinz-Christian Strache nun seinem Ärger Luft. Freunde hätten ihn am Dienstagabend gefragt, ob er zu einem Essen, unter anderem auch mit Unternehmern, ins Techno-Café kommen wolle. Das sind Stammgäste dort. Ich war vor 4 Wochen schon bei ihnen eingeladen. Das war sehr nett, schilderte der Ex-FPÖ-Chef. Er wollte der Einladung gern folgen, aber dann die böse Überraschung. Denn beim Eingang hat der Sicherheitsmann gesagt, da bitte warten, die Veranstalterin will mit ihm reden. Vorerst hat er sich nichts dabei gedacht und noch Fotos mit Passanten gemacht und nett geplaudert. Nach einer verhältnismäßig langen Wartezeit sei die Veranstalterin endlich herausgekommen. Und die hat mir dann mitgeteilt, dass ich da nicht erwünscht bin, weil beim letzten Mal schon Stammgäste sich, weil ich da war, belästigt und unwohl gefühlt haben, schilderte Strache die mehr als unangenehme Situation vom Dienstagabend. Er sei sehr erstaunt gewesen, da bei seinem letzten Besuch im Techno-Café viele Freunde, Bekannte und Menschen getroffen habe, die sich gefreut hätten, ihn hier zu sehen. Doch die Veranstalterin hat nicht mit sich reden lassen. Er sei hier nicht willkommen, habe sie erklärt und habe ihn erneut gebeten, das Lokal zu verlassen. Naja, das habe ich dann auch gemacht, weil ich ja nicht herumdiskutiere und herumstreite, so Strache. Einige seiner Freunde sowie Unternehmer und natürlich auch er selbst waren jedenfalls entsetzt ob solcher Entwicklungen und Diskriminierungen, die da stattfinden, schloss Strache seine Schilderungen. Ein 30-jähriger Somalier wurde in der Nacht auf Montag zusammengeschlagen. Das Opfer befindet sich auch mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein 40-jähriger wurde festgenommen. In der Nacht auf Montag ist es am Wiener Westbahnhof zu einer gefährlichen Attacke gekommen. Ein Mann wurde dabei am Kopf lebensgefährlich verletzt. Als die alarmierten Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr eintrafen, konnte der 30-Jährige auf dem Boden liegend und schwer atmend vorgefunden werden. Der Mann wurde nach einer Reanimation mit Verdacht auf schwere innerliche Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. Er befindet sich in einem kritischen Zustand. Der 30-Jährige hatte sich laut Polizei zuvor mit einem Freund getroffen. In weiterer Folge soll ein Mann den 30-Jährigen attackiert und diesem Schläge im Bereich des Gesichtes versetzt haben. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Tatverdächtige flüchtete in Richtung Mariahilferstraße. Kurz nach der Flucht gelang es den Beamten, einen 40-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Ja, blutig geht es weiter, diesmal in Frankfurt in Deutschland. Ein 27-jähriger Mann wurde am Hauptbahnhof in Frankfurt erschossen. Nur wenige Meter vom Bahnhof konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Mann erschossen worden. Das Tötungsdelikt habe sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr mitten im Bahnhof vor einem Gleis ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter wollte demnach fliehen, die Bundespolizei habe ihn aber wenige Meter vom Tatort entfernt geschnappt.
Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Auch zur Identität des Opfers und des Festgenommenen macht die Polizei noch keine genauen Angaben. Der Hauptbahnhof war wegen des Polizeigroßeinsatzes für etwa 25 Minuten gesperrt. Um Mitternacht lief der Einsatz zwar noch und Teile des Bahnhofs waren abgeriegelt, die Züge fuhren aber schon wieder. Ja, bei solchen Nachrichten kann die Sorge auch nur groß sein um die Sicherheit und viele im eigenen Land sind mittlerweile verunsichert. Das allgemeine Sicherheitsgefühl in Österreich zeigt sich gespalten. Während insgesamt 50% der Befragten ihr Sicherheitsgefühl als hoch oder sehr hoch einstufen, ist bemerkenswert, dass nur 18% der Bevölkerung ihr Sicherheitsgefühl als niedrig oder sehr niedrig bewerten. Ein genauerer Blick zeigt, Männer fühlen sich sicherer als Frauen. Die Sorge vor Terroranschlägen ist in der Bevölkerung nach wie vor präsent. Insgesamt sind 61% der Befragten besorgt oder sehr besorgt über die Bedrohungslage. Besonders hoch ist die Angst unter jüngeren Befragten, speziell bei den unter 30-Jährigen. Eine zentrale Frage betraf auch die Einstellung zur Überwachung elektronischer Kommunikation durch den Staat zur Terrorabwehr. Hier zeigt sich eine weitgehende Zustimmung. 63% der Befragten sind entweder vollständig oder eher für solche Maßnahmen. Besonders stark ist die Zustimmung bei der älteren Bevölkerung, während die jüngeren Befragten unter 30 Jahren deutlich skeptischer sind. Das Vertrauen in die heimische Geheimdienste und Ermittlungsbehörden ist eher moderat. Nur 25% der Befragten haben ein hohes oder sehr hohes Vertrauen in diese Institutionen, während die Mehrheit von 45% ein mittleres Vertrauen angibt. Wenn es um effektive Maßnahmen zur Terrorbekämpfung geht, spricht sich die überwältigende Mehrheit der Befragten, nämlich 82%, für internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch aus. Dies unterstreicht das Bewusstsein der Bevölkerung für die globale Dimension des Terrorismus. Und wir wechseln das Thema. Vor Sizilien riss ein Tornado die Segeljacht eines englischen Milliardärs mit sich und keine 60 Sekunden später ist das Schiff auch dann schon gesunken. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Untersuchung des Schiffbruchs auch eingeleitet. Am Montagmorgen hatte ein schweres Unwetter Sizilien heimgesucht. Die Megasegeljacht, die eine halbe Seemeile vor der Küste ankerte, soll von einer Wasserhose getroffen worden sein. Augenzeugen berichteten, dass dabei der 75 Meter hohe Mast brach. Von den 22 Personen an Bord konnten 15 lebend aus dem Wasser gezogen werden. Bisher wurde erst eine Leiche geborgen. Ein Video einer Überwachungskamera einer Villa nahm die letzten Momente des Luxusschiffs auf. Erstaunlich ist dabei, wie schnell der schwimmende Koloss ein Raub der See wurde. In nur 60 Sekunden können Sie sehen, wie das Schiff verschwindet. Von den etwa 20 im Haus installierten Kameras wurde nur eine nicht durch Wind und Regen zerstört. Sie können deutlich sehen, was passiert. Es konnte nichts für das Boot getan werden. Es verschwand in sehr kurzer Zeit, erklärte der Besitzer des Anwesens gegenüber italienischen Medien. Eine weitere Beobachtung gibt Rätsel auf. Die Hinweise, die wir von den Tauchern erhalten, zeigen, dass das Schiff am Grund intakt auf der Seite liegt, erklärte Matthew Shank, Vorsitzender des Maritime Search and Rescue Council, dem Sender BBC. Wie konnte ohne so viel Wasser ins Schiff eindringen, wenn kein Leck in den Rumpf geschlagen wurde? Die hohen Temperaturen könnten zum Unglück beigetragen haben, vermutet Sam Jefferson von der Zeitschrift Sailing Today. Am Tag, bevor das Schiff sank, hätte es Temperaturen von mehr als 30 Grad gegeben. Daher hatten die Passagiere wohl die Fenster in der Nacht geöffnet, um kühlere Luft hineinzulassen. Ich nehme an, dass das Boot sehr stark vom Wind getroffen wurde, sodass es auf die Seite gedrückt wurde, sagte Jefferson. Da Luken und Türen offen waren, füllte sich das Schiff sehr schnell mit Wasser und sank. Der riesige Mast könnte dafür gesorgt haben, dass sich das Boot nicht schnell wieder aufrichten konnte und habe so zu dem Wassereinbruch geführt. Das sind alle Spekulationen, aber das ist die einzige logische Erklärung, so der Redakteur. Indes wird die Suche nach den vermissten 6 Personen fortgesetzt. Damit Taucher in das Schiff gelangen konnten, wurde eine 3 cm dicke Scheibe von außen geöffnet. Das Werkzeug dafür wurde eigens dafür angefertigt. Die Einsatzkräfte konnten jedoch noch nicht in die Kabinen vordringen. Zahlreiche Hindernisse versperren den Weg. Die engen Räume stellen zusätzlich ein Problem dar. Taucher konnten bislang nur einige Räume unterhalb der Kommandobrücke durchsuchen. Das Schiff liegt in 50 Metern Tiefe. Das stellt die Taucher zusätzlich vor Herausforderungen. Vermisst wird der britische Technologie- und
Unternehmer Mike Lynch und seine 18-jährige Tochter. Auch der Präsident von Morgan Stanley International, Jonathan Blumer, sowie der CEO von Lynchs Gesellschaft, Chris Morvillo, und seine Frau Nada konnten noch nicht geborgen werden. Lediglich die Leiche des Bordkoches wurde bislang entdeckt. Ja, und die Wiener Ärztekammer fordert Maßnahmen zur Schließung der Impflücken gegen Keuchhusten. Zuletzt wurden viele Fälle verzeichnet und Keuchhusten könnte das Gesundheitssystem erheblich belasten, das meinen die Ärzte. Die Keuchhustenfälle sind heuer wegen fehlender Impfung regelrecht explodiert. Im gesamten Vorjahr gab es 2.791 Ansteckungen. Nun wurden allein bis 20. August 9.972 Fälle gemeldet. Die Ärztekammer Wien erinnert am Mittwoch an die Impfauffrischung, am besten jetzt zum Schuleintritt für Erstklässler und für Erwachsene alle 10 Jahre, ab 60 alle 5 Jahre. Spitzenreiter bei Ansteckungen ist aber nicht Wien als bevölkerungsreichstes Bundesland, sondern Tirol mit 2.460 Fällen seit Jahresbeginn. Dahinter folgen Oberösterreich mit 1.933, die Steiermark mit 1.595. Die großen Impflücken sind für den erschreckenden Anstieg in Wien und ganz Österreich verantwortlich und müssen rasch geschlossen werden. Denn Keuchhusten ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die für Säuglinge lebensbedrohlich sein kann, warnt Ärztekammerchef Johannes Steinhardt. Wir fordern daher zum wiederholten Mal die Auffrischung der Vierfachimpfung gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und Keuchhusten endlich kostenlos anzubieten. Säuglinge erhalten die dreiteilige Grundimmunisierung gegen Keuchhusten im Rahmen einer Sechsfachimpfung kostenlos. Die Auffrischungen sollten jedoch ebenfalls nicht vergessen werden. Und Ex-US-Präsident Barack Obama hat auf dem Demokratenparteitag in einer umjubelten Rede für Kamala Harris geworben. Die USA seien bereit für Harris als Präsidentin. Unterstützung kam sogar von einer ehemaligen Trump-Anhängerin. Die Hütte ist brechend voll in Milwaukee. Die Demokraten sind guter Laune. Harris mit Tim Walz auf der Bühne versprüht gute Stimmung. As we all know, this campaign is not just about us versus Donald Trump. Wie wir alle wissen, geht es in diesem Wahlkampf nicht nur um uns gegen Donald Trump. Es geht um zwei sehr unterschiedliche Visionen für unsere Nation. Eine, also unsere, fokussiert auf die Zukunft. Die andere fokussiert auf die Vergangenheit. Und Wisconsin, wir kämpfen für die Zukunft. And Wisconsin, we fight for the future. Eine schwarze Frau als Präsidentin bei den Demokraten gibt es viel Skepsis, auch wenn die Umfragen gut sind. Sie waren es auch bei Hillary Clinton und dann verlor sie gegen Donald Trump. Bisher gibt Harris kaum Interviews, lieber gibt sie diese in vollen Hallen auf. Den Schwung sollen sie jetzt noch einmal verstärken, Michelle und Barack Obama. Er spricht auf den Parteitag in Chicago. Obama wirbt dabei für Harris. We do not need 4 more years of bluster and bumbling. Wir brauchen nicht noch 4 weitere Jahre Chaos. Wir haben diesen Film schon gesehen und wir alle wissen, dass die Fortsetzung in der Regel schlimmer ist. Amerika ist bereit für ein neues Kapitel. Amerika ist bereit für eine bessere Geschichte. Wir sind bereit für eine Präsidentin Kamala Harris. We are ready for a President Kamala Harris. Der Wahlsieg der Demokraten ist aber noch nicht gesichert. Es bleibt also noch spannend. It is up to all of us to fight for the America we believe in. Ja, und es ist schon wieder aus mit Bennifer. Gemeint sind die Superstars Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ja, und die Sängerin soll die Scheidung eingereicht haben. Aufgewärmt schmeckt halt nur ein Gulasch. Die US-Sängerin Jennifer Lopez lässt sich nach 2 Jahren Ehe von Schauspieler Ben Affleck scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte Lopez den Scheidungsantrag am Dienstag beim Gericht in Los Angeles ein. Als Datum für die Trennung gibt sie den 26. April an, wie Variety und TMZ.com unter Berufung auf die Dokumente berichteten. Vor genau 2 Jahren, am 20. August 2022, hatte das Paar auf einem Anwesen im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Im Juli zuvor machten sie es bereits in der Casinostadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich in einer kleinen Hochzeitskapelle offiziell das Ja-Wort. Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar, doch das hielt damals nicht lange.
18 Monate dauerte die Bennifer-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Jänner 2004. Lopez war vor ihrer Eheschließung mit Affleck bereits dreimal verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Sänger Mark Anthony hat sie Zwillinge. Affleck war von 2005 bis 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet. Sie haben drei Kinder. Ja, und ab Mittwoch treten Coldplay insgesamt viermal im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf. Die Vorfreude bei den Fans ist natürlich groß. Doch nach der Absage der Taylor Swift-Konzerte wegen Terrorgefahr schwingt wohl auch etwas Unbehagen mit. Die Sicherheitsvorkehrungen, die wurden verschärft. Mehrere Dutzend Gefährder stehen aktuell unter strenger Beobachtung durch Polizei und Geheimdienst. Nach dem offenbar vereitelten Anschlag auf Fans von US-Superstar Taylor Swift wollen die heimischen Sicherheitsbehörden auch bei den anstehenden Konzerten der Briten-Rocker Coldplay nichts dem Zufall oder ausländischen Geheimdiensten überlassen. Die abstrakte Bedrohung mit erhöhter Terrorgefahr ist zwar aktuell gegeben, konkrete Pläne dürften aber nicht vorliegen. Einerseits weil Coldplay im Gegensatz zu Swift als nicht ganz so als Top-Ziel für Anschläge gilt und andererseits die Islamisten-Community hierzulande wortwörtlich untergetaucht ist. Salafisten auf TikTok beschweren sich jedoch, dass Muslime zum Feindbild geworden sind. Schuld sind wie immer die Medien. Sie schaffen es, sich so in kurzer Zeit abzusprechen und uns zu diffamieren, so der Berliner Islamisten-Influencer und mutmaßliche Hassprediger Abdul Bara, bei dem sich Behram A. radikalisiert haben soll. Fakt ist, dass der Bereich rund um das Wiener Happelstadion zur Hochsicherheitszone wird. Der Fokus gilt Zutritts- sowie Zufahrtskontrollen mit Schleusen für Autos zum Stadion bzw. Personendurchsuchungen, betont die Landespolizeidirektion der Bundeshauptstadt. Neben Ordnungsdiensten sollen auch zivile Einsatzkräfte sowie Sondereinheiten wie Vega, Hundestaffel und das Einsatzkommando Cobra für Sicherheit sorgen. Fehler will man sich auf keinen Fall erlauben. Immerhin schaut wieder die ganze Welt auf uns. Und US-Außenminister Blinken hat seine Nahostreise zur Vermittlung zwischen Israel und der Hamas ohne Ergebnisse beendet. Die Gespräche unter Führung der USA, Ägyptens und Katars sollen aber fortgesetzt werden. US-Außenminister Antony Blinken hat seine Nahostreise ohne greifbare Ergebnisse für eine Waffenruhe beendet. Trotz intensiver Bemühungen steht eine Einigung zwischen Israel und der Hamas weiterhin aus. Es muss in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen und wir werden alles tun, um sie über die Ziellinie zu bringen, sagte Blinken vor seinem Abflug nach Washington in der Nacht auf Mittwoch. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, er erwarte, dass die Vermittlungsgespräche unter Führung der USA, Ägyptens und Katars noch in dieser Woche fortgesetzt würden. Die USA haben einen Vorschlag vorgelegt, der die nach wie vor bestehenden Differenzen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zu überbrücken helfen soll. Blinken sagte nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Montag, Israel habe den Vorschlag akzeptiert. Jetzt müsse die Hamas dasselbe tun. Es sei möglicherweise die letzte Chance auf eine Lösung des Konfliktes. Die Hamas hat den US-Vorschlag nicht ausdrücklich abgelehnt, erklärte aber, damit würden zuvor vereinbarte Bedingungen widerrufen. Streit gibt es vor allem über die fortgesetzte militärische Präsenz Israels innerhalb des Gazastreifens, insbesondere entlang der Grenze zu Ägypten. Auch die freie Bewegung der Palästinenser innerhalb des Gebietes sowie die Identität und Anzahl palästinensischer Gefangener, die in einem Austausch gegen Geiseln freigelassen werden sollen, sind Streitthemen. Ägypten konzentriert sich vor allem auf einen Sicherheitsmechanismus für den Philadelphia-Korridor, den schmalen Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza, den israelische Streitkräfte im Mai erobert hatten. Sowohl die Hamas als auch Ägypten lehnen es ab, dass Israel Truppen dort behält. Netanyahu beharrt mit dem Argument darauf, die Präsenz israelischer Soldaten an der Grenze sei notwendig, um den Waffenschmuggel nach Gaza zu stoppen. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautete, die USA hätten eine internationale Präsenz im Philadelphia-Korridor vorgeschlagen. Das könnte demnach für die Regierung in Kairo akzeptabel sein, wenn ein solcher Einsatz auf maximal 6 Monate begrenzt wäre. Die Waffenruhe in Gaza muss der Beginn einer breiteren internationalen Anerkennung des palästinensischen Staates und der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung sein, da dies die grundlegende Garantie für Stabilität in der Region ist.
sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi nach einem Treffen mit Blinken. Ja, das waren die Krone News. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Weiter geht's hier mit dem Sport.